Hallo meine Freunde, heute geht es nicht um Autos, wir haben ein anderes Problem. Unser toller Siemens-Staubsauger, der 10 Jahre seine Arbeit getan hat, streikt. Jetzt ist guter Rat teuer oder Dr. 944 S2 nah? Übliche Schwachstellen sind hier Brüche im Kabel, kann auch hier innen sein, die Elektronik oder der Motor selbst. Wir beginnen mal bei der Suche mit dem Kabel. Ich habe jetzt was ganz Schickes, weil dieses Gerät erkennt Strom schon an seinem Magnetfeld. Das heißt, hier an der Steckdose haben wir Strom. Damit können wir nämlich ganz einfach überprüfen, dass der Strom bis hier an das Gerät kommt, ohne das Gerät überhaupt zu öffnen. Nutzt uns in dem Fall gar nichts, wir müssen es nämlich trotzdem aufmachen. Da der Strom aber ins Gerät kommt, ist das immer noch lebensgefährlich. Deshalb auf jeden Fall Stecker raus. Das Gerät geht von der Oberseite her auf. Das heißt, ihr macht den Deckel auf, hier sind Schrauben drunter. Die Schrauben sind die Torx 15. Machen wir mal schön alle raus. Zwei weitere Schrauben sind hier, wo der Deckel hochgeht. Andere Schrauben sind hier drunter. Den Filter können wir auch gleich abziehen, der stört eh bloß. Hier in den Kanälen drin sind auch noch zwei Torx-Schrauben. Wenn ihr nicht rausholen, nehmt ihr halt ein Magnet. Und dann könnt ihr das ganze Gehäuse abnehmen. Das ist doch noch deutsche Wertarbeit. Keine Clips, kein Schrott, kein nichts. So, dann könnt ihr die Schraube. Ah, sehr schön. Okay. Die Isolation vom Motor können wir auch mal wegnehmen. Hier sind die Stromeingänge auf der Platine und die gehen an die Klemmen hier an der Kabeltrommel. Und dort müssen wir jetzt erstmal schauen, ob da noch Strom ankommt. Damit wir dort nicht frei Hand ranlangen müssen, wenn Spannung drauf ist, benutzen wir solche Klemmen. Stellen das Messgerät auf Spannungsmessung AC, also Wechselstrom, Spannungsmessung bis 1000 Volt. Und jetzt können wir mal schauen, was passiert, wenn wir es einschalten. Und ihr seht, da tut sich nichts. Obwohl wir hier in der Nähe überall Spannung haben, kommt die Spannung nicht an die Klemmen hier. Der muss irgendwie am Ende des Kabels eine Unterbrechung zu den Klemmen vorlegen. Jetzt vergessen wir erstmal die Strommessungen und messen das Ganze nochmal im Durchgang nach. Ich habe das Gerät mal mit dem Durchgangsprüfer eingestellt. Und jetzt muss entweder die oder die Leitung piepsen. Aha, da habt ihr eure Unterbrechung. Da geht nichts. Probieren wir mal die andere Seite. Aha, die ist noch gut. Das andere Kabel ist gebrochen, und zwar hier in diesem Aufrollmechanismus. Die Kabeltrommel könnt ihr auch ganz leicht hier entnehmen. Rollen wir mal den Mechanismus ganz auf. Und hier haben wir unser Problem. Seht ihr, das wäre eh schon kriminell. Das heißt, wir müssen das Kabel jetzt ein paar Zentimeter kürzen und da wieder reinbringen. Jetzt nehme ich das Kabel von der Trommel runter und lass den langsam rücklaufen, dass die Feder komplett entspannt wird. Die Feder ist ja dann entspannt, wenn das Kabel drin ist. Wir lassen das Kabel nur nicht auf die Rolle, das merkt der nicht, ist ja zum Glück kein elektronisches Teil. Seht ihr, jetzt ist die Feder entspannt. Jetzt haben wir keine Kraft mehr auf der Feder. Seht ihr, das ist jetzt der Federmechanismus. Wenn es aufrollt, zieht es die Feder hier runter. Und jetzt ist es ganz zurück. Das Gehäuse hier geht hier unter die Feder. Das heißt, wir müssen die Feder auf jeden Fall rausmachen. Die hängen wir erstmal hier aus. Das war sie schon. Hier hinten ist ein Eingriff. Da könnt ihr einen kleinen Schraubenzieher rausdrücken. Damit kann man nämlich die Spannrolle von hinten ein bisschen drücken. Und jetzt müssen wir hier oben die zwei Widerhaken ausdrücken. Aha. Gekommen. Bei der Feder musst du aufpassen, schon spielt er eine Weile, bis er die wieder zusammen hat. Wenn die rausfällt, sichert das am besten mit einem Kabelbinder.
So, dann kann ja nichts mehr passieren. Problem ist es nun, diesen Kabelaufroller zu zerlegen, weil nämlich geschraubt ist der schon mal gar nicht. So wie es aussieht, ist dieses Teil hier innen drin aufgesteckt. Und zwar hat es auch wieder so einen Schnappverschluss hier innen drin, wo man die Backen zusammendrücken muss, damit man es rausbekommt. Mit der Zange kommt man natürlich da innen gar nicht bei. Das heißt, wir machen uns jetzt aus diesem Stückchen Material, 12 mm, ein passendes Werkzeug. Das passt vom Außendurchmesser her perfekt. Das machen wir uns mit der Dreiecksfeile. Wir feilen hier einfach rein. Wenn wir die Vorarbeit mit der Feilen gemacht haben, kommt jetzt die richtige. So, hier haben wir jetzt die Form, um die zwei Zähne zu drücken. Jetzt müssen wir das so aufsetzen, dass die Zähne natürlich genau passen. Die haben nur eine Orientierung im Raum. Und dann können wir es hier im Spalt, können wir es dann aushebeln. So, und dann kann das andere Teil hier komplett entnommen werden. Jetzt sind wir hier dran. So, ich meine, das wäre hier nochmal verachst. Den Deckel hier könnt ihr gerade so aushaken, der ist nicht mehr besonders fest. So, jetzt sind wir soweit dran. Jetzt seht ihr, wie das funktioniert. Das Kabel kommt hier unten rein, läuft unter diesem Steg über diese Windung. Hier ist eine Wellensicherung drauf. Dann kommt es oben rum und bis hierher geht die Isolation und dann kommen die AMP-Kontakte für die zwei Steckverbindungen. Um den zu zerlegen, müssen wir jetzt erstmal diese Sicherung hier entnehmen, weil das muss raus, sonst kriegen wir das Kabel nicht abgewickelt. Beide mit dem Uhrmacherschraubenzieher rein und dann können wir diese langsam hocharbeiten. Pass auf, es fliegt uns das Ding gleich in der... Ich hab's ja. Sehr schön. Da haben wir die Zahn. So, dann könnt ihr diese Plastikscheibe da rausnehmen. Jetzt sind wir allmählich am Kabel dran. Seht ihr, das ist das Kabel lose. Die AMP-Stecker könnt ihr dann mit der Telefonzange rausziehen. So, dann könnt ihr das Kabel mit der Telefonzange so langsam aus den ganzen Biegungen da rausholen. Jetzt haben wir noch eine einzige. Dann haben wir es schon geschafft. Und dann kommt es hier unten aus dem Loch. So, und ich muss jetzt ins Gesunde reinschneiden. Also hier könnten wir anfangen. Jetzt muss ich das Kabel so weit abisolieren hier, wie es beim Original auch war, also bis da hinten ungefähr. So kommen wir ungefähr in die Richtung. Jetzt müssen wir die Dinger abisolieren. Kleines Stück abisolieren, die Adern ein bisschen verdrehen. Abisolieren, die Adern ein bisschen verdrehen. Bevor wir das Kabel jetzt fertig machen, probieren wir natürlich aus, ob das sonst in Ordnung ist. Also der blaue hat Durchgang. Schauen wir mal, was der braune macht. Hat auch Durchgang. Dann kommen die AMP-Stecker hier so drauf. Die Zungen werden umgebogen. Und anständig zusammengedrückt. Gleiche Nummer mit dem anderen Stecker. Die Nase andrehen, so dass er alle Adern mitnimmt. Und dann die Gegenseite drauf und anständig verdrücken. So, ich verlöte die Stecker immer gern zusätzlich. Schaden tut es sicherlich nichts nach meiner Theorie. Vergrimmt sind sie ja schon mal. Lötzinn gibt zusätzliche Stabilität.
Nur verlöten wäre mir an der Stelle auch ein bisschen kritisch. Dann legt er die Zugentlastung noch fest und drückt die auch schön an. So, hier umlegen, also eine Seite, und dann kommt die nächste, wenn ihr das Profi-Werkzeug dazu nicht habt. So, die halten wieder. Das Kabel kommt hier zum Schlitz wieder rein. Jetzt wird es natürlich ein lustiges Gefuddel. Da ich das Kabel von hier her verlegen muss, muss ich wissen, wie weit ich das reinschieben kann. Hier war es gebrochen, das heißt hier ungefähr ist der Anfang. Da hinten unter dem Pfosten durch. Dann kommt es hier rein. Um diese Entlastung rum. So, und da muss mal die Scheibe drauf. Und dann kommt es hier rum und von hier in die Kontakte. Ja, das lass ich hier mit der Telefonzange packen. Ja, das war der Ende. Und jetzt kommt der andere. Einfach von der Seite her mit der Zange reinlegen. Und jetzt kommt diese Sicherung drauf. Um diese Wellensicherung wieder drauf zu kriegen, nehme ich immer eine passende Stecknuss. Dann müsst ihr die natürlich erstmal einsetzen. So, wenn sie dann mal drauf ist, mit der Stecknuss runterdrücken. Und dann sitzt die genauso gut im Werk. So, im nächsten Schritt kommt dieser Deckel drauf. Jetzt müsst ihr aufpassen, dieser Deckel ist bös asymmetrisch. Der hat hier drei Widerhaken und hier ist eine lange Nase, hier ein kleiner Schlitz. Jetzt schaut ihr da mal rein. Jetzt seht ihr, hier ist die Nase hier. Und da muss die Nase drauf. Und daneben ist die Nase und nur so geht er drauf. Und das war's schon. Dann kommt dieses Teil hier drauf. So, und jetzt müssen wir das Gegenteil oben fixieren. Und jetzt seht ihr ja auch, dass das hier eine gewisse Asymmetrie hat. Dieses Teil hat zwei Orientierungen und ihr müsst so reinmachen, dass diese Rundung auf der Gegenseite steht zu der Rundung. Das heißt, der muss so rum rein. Das müsste schon gewesen sein. Hier ist die Nase für die Feder. Da muss die nachher rein, können wir schon mal vorsichtig hinrichten. Dann legen wir die Feder ins Gehäuse. Die kommen dann hier hinten so da drüber. Aha, das ist so drüber. Jetzt können wir hier die Sicherung wieder entfernen. Aufpassen, dass euch das Ding nicht um die Nase wickelt. Dann kommt der Lagerdeckel drauf. Der Lagerdeckel drauf, aha, und das war die Feder. Da hinten ist sie drin, jetzt müsste das wieder funktionieren. Jetzt können wir die Feder wieder spannen. Wenn wir jetzt loslassen, wickelt sich das Seil wieder von allein drauf. Also funktioniert es zumindest. Ich habe jetzt noch nicht genügend Spannung drauf. So, wir spannen die Rolle gemütlich auf. Dann wickelt er das Kabel, könnt ihr es langsam aufwickeln lassen. Die automatische Aufwinkelfunktion einfach benutzen. Dann muss das Teil so rein, so, da muss das Ding hier so rein
dass es hier und hier sitzt und danach kommt die Elektronik in Position. Bei der Elektronik müsst ihr jetzt fürchterlich aufpassen, dass die zwei Zungen, also die 2 Ampere Zungen, wo da dran sind, da drauf kommen. Das muss jetzt genau passen, wenn wir das einführen. Dann hat die Elektronik da noch so ein paar Schlitze, wo sie treffen muss. Der eine ist hier, der andere ist hier. Und die zwei Kabel müssen hier durch den Schlitz. So, jetzt könnte man das Teil im Prinzip ausprobieren. Na, was sagt er? So funktioniert die Sache. Wickelt er wieder drum rum. Hier ist der Schlitz, der dient euch als Orientierung. Und dann kommen die Binde da einmal um den Motor. So, jetzt ist er wieder eingepackt und friert nicht so. Im Potentiometer drehe ich jetzt auf Anschlag. Dann kommt als nächstes Teil das Gehäuse hier drauf. Das ist erstmal dieser Bogen da irgendwie drauf. Der muss da drauf. Jetzt müsst ihr das so draufsetzen, dass das hier passt. Hier seht ihr den Bogen. Hier muss es genau einrasten. Und hier am Schlitz die Platine muss auch sitzen, sonst steht nachher der Schalter nicht. So, seht ihr, genau so funktioniert es jetzt. Wenn wir noch ein bisschen weißes Fett drauf machen, ist das auch gut geschmiert in den nächsten Jahren. Der hier funktioniert von alleine. Problem ist jetzt der Schieberegler. Bei dem Schieberegler ist es jetzt so, dass wir hier auf eine Seite müssen und dann müssen wir mit dem auch auf den Anschlag und da muss der treffen. Und bevor wir die ganze Aktion machen, muss das Kabel noch hier durch. Da noch den Dings treffen. Hier müssen wir noch den Handlauf etwas reinarbeiten, aber den könnten wir notfalls, glaube ich, auch hinten dran stecken. Das funktioniert. FI brauchen wir eigentlich nicht. Versuchen wir mal unser Glück. Schon soweit so. Dürfen auch die Nicht-Elektriker wieder dran langen. Das sind die Momente, die das Heimwerken so schön machen. Machen wir die 6 Schrauben wieder rein. Ihr kennt ja meine Theorie. Immer rückwärts drehen, bis sie einmal knacksen, die Plastikgewinde. Und dann können wir sie zumachen. Da vorne schaut er nochmal, ob der Griff richtig sitzt. Der sitzt perfekt. Wenn die letzte drin ist, können wir anfangen, die Dinger einzuziehen. Aber keine Gewalt, gell? Das ist alles Kunststoff. Und auch die ziehen wir natürlich noch an. Jetzt können wir die Filter noch einsetzen. Der hier kommt so rum rein. Dann kommt die Klappe da oben endgültig zu. Dann müssen wir diese
Knacksklappe wieder aufmachen. Einporenfilter noch rein. So, wie rum war denn der drin so rum? Gut. Machen das zu. Und auch dieses Teil funktioniert wieder ohne Probleme. Ha? Klasse. So. Ich bin glücklich. Die Kamerafrau ist jetzt etwas unglücklich. Ihr wisst ja, Frauen träumen immer von neuen Dingen. Aber so ist das Leben. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.